Herzlich willkommen zu Panellos, dem besten Parkplatz in ganz Deutschland. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Parkplatz-Simulator. Guckt es euch an, meine Damen und Herren. Mittlerweile haben unsere Parkplätze sogar richtige Dächer. Insgesamt muss jeder hier $28 pro Stunde bezahlen. Okay, hier vorne sind die Low-Budget-Dinger. Ah, nee, warte, hier sind es mittlerweile auch 28. Junge, $28 pro Stunde. Das zahlst du, glaube ich, nicht mal in New York oder so. Apropos New York, wir holen uns jetzt neuen Asphalt. Denn ihr meintet, ich könnte dann Parking Area 2 freischalten. So, wir holen jetzt hier mal den Asphalt für 1500. Zack, Alter. Ja, und dann holen wir direkt die nächste Parking Area. Batz, Junge. Und wo ist die? Wo habe ich die jetzt freigeschaltet? Ach, direkt hier hinter, oder was? Ah, das ist ja geil. Okay, muss ich hier selber irgendwas freischaufeln? Oh nein, nicht Müll wegräumen, bitte nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss hier erstmal Asphalt und so weiter hinballern. Aber Alter, das wäre dann ja nochmal ein richtig krasser Moneymaker. Weil das hier läuft mittlerweile relativ gut automatisiert. Klar, wir brauchen noch ein bisschen mehr Reputation. Müssen ein bisschen mehr Müll und so weiter wegsammeln. Ah, oh, da kommt schon wieder einer. Ey, hatten wir die ganze Zeit diesen Schlagstock? Hey, get the hell out. Das war doch was anderes. So, warte mal, was kostet das hier? 3000. Ey, ich bin einfach ein bisschen verwirrt, weil das da hinten halt echt noch richtig räudig aussieht. Ich guck mal, ob ich hier mit dem Mülleimer irgendwas aufsammeln kann. Ah ja, das sind die anderen Parking Areas. Und das sieht schon so aus wie die neue, die ich gerade gekauft habe. Oder? Wurde ich verarscht? Oder ist da hinten? Nee, aber die ist ja noch abgesperrt. Das ist jetzt das Einzige, was mittlerweile frei ist. Wir lassen uns gleich mal überraschen. Wir werden jetzt ja noch mal ein bisschen Kohle verdienen. Derweil kann ich hier mal ein bisschen sauber machen. Das Geile ist, glaube ich, auch, irgendwann verschwinden immer diese ganzen Müllbeutel. Weil da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch... Ah, okay. Oder auch nicht. So, was ist unser Ziel? Ach ja, wir haben ja immer noch, gewinnen Sie 10.000. Ich glaube, wir müssen einmal entweder immer noch 10.000 verdienen oder einfach mal 10.000 auf der Haben-Seite haben. Weil ich denke mal, wir werden es heute herausfinden. Weil wenn wir erstmal den zweiten... Was ist dein Problem? Für Schäden bezahlen? Ach, weil da hat ein Dieb... Hat ihm, glaube ich, den Reifen geklaut. Ja, den habe ich vorhin einmal weglaufen sehen. Da war ich allerdings gerade dabei, die Aufnahme einzurichten. Weißt du, da muss ich einmal die Kamera hier einschalten, OBS starten. Und derweil hatte ich im Hintergrund hier halt so was rumhupen hören. So, warte mal. Wir brauchen wie viel? Ah, 3000. Das ist schon... Das ist eine Menge. Oh nein, nicht schon wieder. Wo ist diese Person? Hey, sag mal. Ja, und den müsste ich jetzt mal verhaften. Bleib doch stehen, Alter. Du... Ganz ehrlich. So, noch knapp 1000. Dann können wir da hinten erweitern. Wie man meint übrigens, dass hier hinten noch ein bisschen Müll liegt. Nee, hier habe ich alles aufgeräumt. Wir haben jetzt auch nur noch minus 24. Oh krass, Hälfte Reputation schon voll. Das ist saftig. So, jetzt gibt's Money. 2,4. 2,6. Oh ja, Alter, jetzt kommen sie alle. 2,8. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob dann die ersten Autos schon kommen. Was sollte ich als erstes holen? Das macht wahrscheinlich keinen Unterschied, oder? Ground, was ist denn? Ich mach mal Road Concrete. Zack. So. Jetzt. Ah, jetzt ist da vorne. Okay, die Straße ist zumindest jetzt hier. Das war vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Weil jetzt ist hier Straße. Aber hier, das brauchen wir noch. Also nochmal 3000 absnacken. Und dann können wir endlich den auch in Betrieb nehmen. Einfach doppelte Anzahl an Parkplätzen. Vor allem haben wir mittlerweile auch die Mittel, das so schnell abzugraden, dass es auch schon wieder ordentlich was abwirft. Stunden sind vergangen. Doch jetzt schnappen wir uns die nächsten 3000. Let's freaking go. Ist mittlerweile, ja, ein bisschen dunkel draußen geworden. Zack, Ground Concrete. Haben wir jetzt da drüben, ist das weg? Oh nee, was? Nein, hier hat schon wieder jemand. Was ist denn? Wir brauchen Security, ohne Witz. Minus 300. Das lohnt sich eigentlich. Jawohl. Es ist zwar dunkel, aber hier wird jetzt saftig weiße Farbe gekauft. Und dann wird das richtig schön geupgradet, sodass wir auch da drüben richtig... Hier sprayt jemand. Ey, komm. Ohne Witz. Ich hole jetzt jemanden. Hey, ja, und er hat sogar noch fertig gemacht. Oh, sieht eigentlich... Wenn ich ehrlich sein soll, sieht es gar nicht schlecht aus. Wo ist mein Arbeiter? Entschuldigen Sie, ich kann Sie auch gerade nicht abkassieren. Ah, Sie wurden schon abkassiert. Okay. Gut, hier. Jetzt mal ohne Witz. Wo ist mein Mitarbeiter? Wurde der entführt? Ich hätte doch jemanden hierfür eingestellt. Mitarbeiter. Hä?
Employed. Ich hatte doch hier immer jemanden employed. Guard gibt's jetzt auch. Komm, dann müssen wir uns darum auch nicht mehr kümmern. Das ist ja interessant. Hat er gekündigt, der Typ, der eigentlich dafür eingeteilt war? Haben wir eigentlich für alle... Doch, wir haben, glaube ich, für alle damals Parking Limiters geholt. Genau, White Paint. Wie viel brauchen wir davon? Ich denke einfach mal... Ach, wir können gar nicht. Da kaufen wir 12 Stück. So, Mitarbeiter. Jetzt ist doch eine weitere Schicht, müsste doch jetzt anfangen, oder nicht? Da kommt jetzt die Lieferung. Ich guck mal am Computer. Vielleicht ist das ein Bug. Mitarbeiter, die Schicht 10 Uhr. Okay, 10 bis 18 Uhr. Also ein paar Stunden müssen wir noch durchhalten. Oh, warte, wir müssen wahrscheinlich auch aufsperren. Yep. So, kommen Sie rein. Da ist die weiße Farbe drin. Ah, wir haben auch noch ein paar Bäume. Ah, oh, wieder hier ist das wieder so ein Dieb. Naja. Hey, aber der Security Guard müsste jetzt auch gleich da sein. Ich bespray das da vorne jetzt mal mit dieser weißen Farbe. Boah, dann können wir eine richtig krasse Auslastung uns holen. Na, ich glaube nicht, dass das reichen wird. Ja, das war's. Wir brauchen noch, ich würde sagen, eins. Müssten noch 8 Stück sein. Boah, aber Reputation ging auch krass hoch. Und wenn man sich überlegt, wenn wir jetzt nochmal hier richtig aufräumen. Weil wir haben da ja minus 126. Das kommt, glaube ich, alles hauptsächlich von den ganzen Flaschen. Und ja, ich weiß, ich habe da mein Tor offen gelassen. Die warten aber im Normalfall lang genug, als dass man da keinen Minus macht. Man hört ja das Hupen. Oh, so viel dazu. Sorry, ja. So, okay, ich mach zu, bevor es wieder ein paar Leute triggert. Oh ja, wir brauchen da wahrscheinlich 1000 Reputation. Aber hier, doch ein bisschen liegt hier noch. So, ja, ich weiß, da steht einer. Whoop. So, guck, Mitarbeiter ist jetzt da. Und du bist... Ah, guck mal, das ist unser Security. Sehr gut, Brudi. So, ich glaube, da könnten wir jetzt die 8 Stück sogar schon kaufen. Kostet ja nur 100, oder? Warte mal, das würde ich auch gerne auf Auto, 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 Auto. Hier sprayt auch schon jemand. Ist da mein... Ah, guck mal, die kosten sogar 200. Hallo? Security? Ist der zu doof? Jetzt mal Real Talk. Wozu bezahle ich den einen Typen 300? Da, ja, jetzt kommst du angelaufen, du Rentner. Was soll das denn, Alter? Oh ja, da hinten der Parkplatz fühlt sich auch schon gut. Hat der denn... Nee, die teilen sich das Tor, oder nicht? Der fährt dann jetzt hier schon so... Ey, dieser... Der Opa, der läuft die ganze Zeit. So, ich check das mal kurz. Boah, das da drüben müsste so günstig sein. Die zahlen hier... Naja, 14 Dollar die Stunde ist jetzt auch nicht so günstig. Hier drüben zahlt man das Doppelte. Muss aber auch nicht so lange laufen und fahren. So, apropos laufen, wo ist mein Security? Läuft der wieder hier irgendwo rum? Da hinten läuft er. Junge... Der ist geil, der Typ. Ja, vielleicht sollte ich das doch lieber alles selber machen, Brudi. Also finanziell lohnt er sich bis dato nicht so sehr. So, kommt. Wir holen mal jetzt die letzten Dinger hier ab. 8 Stück. Mehr waren es ja nicht. Und dann kann ich hier zumindest hiervon nochmal ein paar kaufen. Weil die brachten, glaube ich, auch viel. Guck mal. So, jetzt werden wir sehen. Hier läuft unser Security längs. Da kommt jetzt einer. Und er haut ihm auf die Fresse. Wunderbar. Oh, ich freue mich, wenn wir Level 4 sind und hier jemand die ganze Zeit aufräumt. Weil das, finde ich, ist auch ein tolles Automatisieren. Weil hier immer mit dem Mülleimer rumlaufen. Vor allen Dingen ist das Ding wird ja immer größer. Wir müssen ja teilweise jetzt dann hier schon drüben gucken, ob hier irgendjemand rumgesaut hat. Ja, guck mal, dann liegt hier hinten irgendwas. Also wir sollten jetzt alles dran setzen, die Reputation schnell einmal hochzuballern. So, und die Lieferung ist auch da. Nehmen wir direkt beides mit. Ich hoffe mal, ich habe mich da nicht verguckt. So, wieder auf die... Es dauert so lange. So, erstmal diese Limiter. Genau, dann können wir hier einmal platzieren. Einfach die am nächsten sind. Dann behalten wir den Überblick. So. Das gab, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Reputation. Und die Dinger auch. Tatsächlich, immer 10. Zack. Ah, okay, wir brauchen scheinbar 1100 an Reputation. So, und der letzte. Hatte ich mich verzählt? Scheinbar ja, weil das Ding ist immer noch da. Okay, wird ja nicht schlecht. Können wir das nächste Mal dann auch noch benutzen. Gut, dann holen wir uns gleich wieder diese noch ein paar von den Limitern. Und dann läuft's auch. Da kommt schon wieder so ein Typ. So, jetzt ist mein Guard, ist er auf der Hut. Weil der wird Sachen klauen. Das ist jetzt wichtig, weil das verursacht richtigen Schaden. Junge, wo läuft der ganz hin? Hier. Okay. So. Wo ist jetzt mein Security? Da hinten kommt mein Security-Typ jetzt angelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob er schnell genug ist. Ich muss jetzt einfach mal testen lassen. So. Security? Jetzt hat er Witterung aufgenommen. Er läuft. Aber der hat doch schon längst das halbe Auto leer geräumt.
Naja, und er hat, aber erwischt er ihn jetzt noch? Weil wichtig ist ja, ob der Security jetzt noch sozusagen das gestohlene Teil zurückbringt. Ach komm, Junge, wozu habe ich denn so einen Typen? Der macht ja nix. Ja, und dem muss ich jetzt, also okay, es tut mir leid, den Security, den schmeiße ich raus. Das ist ja wirklich, das ist ja lächerlich. Da bringt ja gar nichts. Klar, ich weiß, ich könnte jetzt auch so langsam, sollten wir vielleicht auch bald mal machen, hier diese Fences aufstellen. Vielleicht ist er dann auch ein bisschen besser. Okay, den Punkt gebe ich euch. Aber trotzdem, Alter, der muss doch da was Besseres bringen. So, die Dinger, genau, die bringen 2. Da brauchen wir wahrscheinlich sogar 16 Stück. Und fürs erste Mitarbeiter, Active, Cancel, brauchen wir nicht. So, mit ein bisschen Glück reichen jetzt diese Dinger und wir kommen auf die 1100 Reputation und sind dann Level 4. So, alle ran. So, liebe Limiter. Guck mal, der hat ja einen. Auf wie viel ist das? Müsste es auf 16 hochgesprungen sein, ja. So, ich mach das mal hier. Zack, zack. Na, wir kommen, glaube ich, nicht ganz drauf. Ja. Aber wenn ich jetzt noch mal... Das sind doch 60. Aber ich hoffe mal, das sind nicht 1200, die man insgesamt braucht. Jetzt wird es leider schon wieder so dunkel. Und man sieht den ganzen Müll hier nicht. Hier sprayt auch schon wieder jemand. Bitte, bitte, bitte. Zack, Alter. So, wir können das schaffen. Die 1000. Das ist, warum ist denn jetzt das Licht? Ah, ist an. Aber auch irgendwie nur hier vorne. Hier ist kaum Müll. Ja, es tut mir leid, das mit den Schäden. Das ist mein... Nämlich, okay, dem fehlt einfach eine Tür. Hier ist gar nicht so viel dreckig. Ja, gut, hier kann es sein, dass es tatsächlich 1200 sind. Ja, wir haben jetzt schon 1100. Okay, wir wollen jetzt ein bisschen Reputation farmen, oder? Security, damit hätten wir... Warte mal, ich könnte davon 20 kaufen. Das müsste doch reichen. 20 mal 5. Und dann hätten wir auch ein bisschen Security, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wie es funktioniert. Ich kaufe jetzt davon 20. Perfekt, weil diese Videokamera haben wir noch nicht. Fans Level 2 brauchen wir jetzt später. Oh, mit Level 5 gibt es eine Parking Barrier, eine automatische. Da brauchen wir wahrscheinlich auch den Mitarbeiter nicht mehr, oder? So, 20 Zäune. Die installieren wir aber erst, wenn Tag ist. Warte mal, zumindest hier vorne ist doch hell genug. Ort. Ah ja, guck mal jetzt hier. Zack. Ja gut, aber ob das die Diebe jetzt hier so richtig abhält? Vor allem muss ich das ja komplett rumziehen. Ich mache das erstmal auch ein bisschen ums Office. Zack. Ah, guck mal, da oben ist, sehen wir jetzt auch so ein Security-Level. Ja gut, aber davon brauche ich ja noch viel mehr. Ach, ich habe nur noch 5. Da, und da kommt schon wieder einer. Hey, sag mal. Zack, zack, zack. So, jetzt muss Paletto nur noch mal ein bisschen im Dunkeln Müll wegräumen. Da haben wir minus 84. Mann, ey, diese Nächte nerven mich immer noch. Oh, jetzt ist glücklicherweise irgendwie so halber Tag. Hier hinten muss doch, hier muss eigentlich der ganze Müll liegen. Weil da vorne habe ich doch eigentlich viel geguckt. 78, 22 noch, Leute. 84, oh ja, 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 96. Bitte, hier. Jawohl, Level 4. Freaking, let's go. Und wir haben 3200. Das bedeutet, wir können direkt richtig schön einkaufen. Und vor allen Dingen können wir jemanden holen, der aufräumt. Oh, das wird ein ganz neues Lebensgefühl, Leute. Ich sag's euch. Das wird der Bringer. Zack. Mitarbeiter. Employer. Auf jeden Fall. Und auch immer schön auf automatisch. So, Geschäft. Da hätten wir jetzt einmal Roof Level 2. Das gibt 6 Dollar die Stunde mehr. Das Ding kostet allerdings auch 1000 mehr. Was ist denn hier mit einer Snackmaschine? Bringen die was? Ich kaufe mal eine Snackmaschine. Es sei denn, es gibt irgendwas, was ich jetzt... Oh, Videokamera wäre auch geil. Aber man braucht... Die kostet 100. Junge, aber wie pusht die denn den ganzen Kram? Wenn die nur 100 kostet? Ich kaufe mal 5 Security-Kameras. Weil das gibt ja plus 25 Reputation. Dann hier so ein Blumenbeet. Planter. Ja, aber ich würde erstmal gerne dann eher Roof. Security-Fence kann man auch noch holen. Aber diese Roof-Dinger... sind, glaube ich, geil. Die lohnen sich. Die geben mir einfach 6 Dollar mehr. So, einmal bestellen. Die Dächer würde ich aber, glaube ich, hier hinpacken. Boah, das sind auch schon 28. Ah, hier sprayt schon wieder einer. Ich hör's. Vielleicht können wir dann hier auch die Security-Kamera hinpacken. Get the hell out of here. Das müsste ja auch irgendwas bringen. So, komm. Einmal. Davon haben wir zwar nur 3. Und nochmal ein paar Security-Kameras. Gerade bei den Security-Kameras bin ich jetzt gespannt. Ah, das ist, glaube ich, der Typ, der aufräumt da hinten. Ort. Okay. Kann ich die... Nee, wo platziere ich die? Normalerweise gibt es doch immer einen Ort, der dann so angezeigt wird. Okay, muss ich dafür irgendwas noch mehr ausbauen?
Wirkt fast so, oder? Falls jemand eine Ahnung hat, wo ich diese Security-Kameras... Weil, guck mal, hier geht's nicht. Normalerweise sieht man dann so kleine grüne... Ah, hier! Zack, hier eine Security-Kamera. Dann wahrscheinlich da... Nee, da nicht. Okay, braucht man immer nur eine pro Parkplatz? Scheinbar. Na gut, dann haben wir sowieso noch welche. Dann lass uns mal hier die Dächer aufstellen. Zack. Oh ja, die Dächer sehen auch deutlich wertiger aus. Und der Parkplatz hier kostet dann auch $34 pro Stunde. Junge. Ja, Security Level ist auch gut nach oben gegangen. Also gerade jetzt auch. Aber ich wundere mich. Guck mal, wir haben nur noch minus 50. Ich dachte, da räumt jetzt einer von den Leuten richtig auf. Wo ist denn unsere Putzfee? Wie weit sind wir hier mittlerweile? Bei $16. $16 ist auch gut. So, da hinten läuft jetzt... Ah, da sehe ich schon wieder einen Autodieb. Also er klaut ja nicht das gesamte Auto, sondern immer nur irgendwelche Teile. Moin, komm, lauf mir in die Hände, Alter. Hey, bam. Get the hell out of here. Aber nun gut, Leute, ich würde sagen, wir haben heute viel erreicht. Neuer Parkplatz, Sicherheitskameras, jemand, der hier aufräumt. Gut, der Security Guard war ein absoluter Flop. Neue Dächer, zum ersten Mal auch ein paar Sicherheitszäune. Das müssen wir alles aber noch ordentlich ausbauen. Falls ihr da Lust drauf habt, dann lasst gerne ein Like da. Schaut natürlich auch gerne auf Paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Falls ihr noch was für Weihnachten braucht oder einfach so. Danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.